Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Cultures. Wir sind immer noch fleißig bei diversen Bauarbeiten dabei. Einige Wohnhäuser stehen noch aus. Wir müssen auch hier oben gucken. Genau, nee, das Wohnhaus stand schon. Hier sind auch alle versorgt. Ich musste immer einen kleinen Überblick verschaffen zu Beginn. Denn ihr wisst ja, es liegen schon mal gerne einige Tage dazwischen, zwischen meinen Aufnahmen. Aber naja, wie das Leben halt so spielt. So, wir haben hier tatsächlich schon zwei Geschirr. Das ist ja fein. Warum hat denn hier noch keiner was? Obwohl da zwei drin sind. Ah, hier ist immerhin schon Geschirr. Sehr gut. Hier oben auch schon. Jo, läuft auch. So, die Goldschmiede ist auch bald fertig. Das ist wunderbar. So, du bist genau noch mit der Straße beschäftigt. Das ist vollkommen in Ordnung. Muss ja schließlich auch gemacht werden. Stimmt, hier haben wir immer noch keinen Obstbauern. Das wäre insofern ganz praktisch, weil wir dann nach hier hinten noch ein paar Wohnhäuser entwickeln könnten. Für die Militärproduktion etc. Also ne, Waffenproduktion, Rüstungsproduktion und so weiter. Und die dann von hier ihre Nahrung erhalten könnten. Das wäre dahingehend super. So, wir sind tatsächlich voll mit Nahrung. Ich bin begeistert. Das heißt aber auch, dass wir so gut wie voll sind mit, ja, wobei Weizen und so noch gar nicht. Aber Mehl, das geht in die richtige Richtung. So, du bist ein fertiger Töpfer. Ein Träumchen. Haben wir eigentlich noch wen, der obdachlos ist gerade? Ich denke nicht. Nein, haben wir auch nicht. Wunderbar. So, die Goldschmiede steht. Nice. Du möchtest ein Training haben? Gerne. Dann würde ich sagen, erstmal Mampf. Ach stimmt, die Pilzsammler, die bauen wir hier oben hier noch. Aber ja, schon wieder völlig verdrängt. Wobei, macht die hier Sinn? Ich glaube nicht. Ich reiß die ab, ich mache die woanders. Eher hier hinten, weil hier noch nach links hin ganz viele Pilze sind. So, wo haben wir das Pilzsammler? Machen wir die doch dahin. So, hier ist auch schon fleißig Nahrung im Lager. Finde ich super. Leder auch. Wolle kommt auch so langsam rein. Sehr schön. Noch einer, der Training will. Ja, guck mal einer an. So. Ansgar will auch Training. Gerne doch. So, hier hinten, die Straße ist bald fertig. Finde ich super. Dann kann unser anderer Bauarbeiter sich auch endlich mal um eine Gebäudebaustelle kümmern. Apropos Gebäudebaustelle, wo ist denn unser anderer? Wir haben doch zwei Bauarbeiter. Ich sehe gerade irgendwie nicht, wo der andere dann arbeitet. Oder macht er jetzt auch Straßen? Kein Problem, wir suchen... Ach, drei haben wir sogar. So, du bist ein fertiger Schäfer. Sehr schön. Ich glaube, er macht jetzt gerade alle Straßen, kann das sein? Treffner ist nun erwachsen, sehr schön. So, darfst du dann hier schon mal einziehen? Ja, der Schuster steht schon was länger leer, I know. Sven, 50 Sven ist erwachsen, ja, sehr schön. Dann darfst du dir jetzt erstmal... Treffner anehelichen. Wo bist du? Da oben. Ja. Also du ziehst ebenfalls da unten ein. Du wirst
Träger, und zwar für die Goldschmiede. Sag mal, Sven. Ach, du bist ja verheiratet. Ja, gut, okay. Dann drück du doch mal bitte die Schulbank. Ja. Genau, einziehen darfst du, mein lieber Otkel, hier. Und du bist Träger für das Lager. Ich glaube, bis auf hier sind jetzt so langsam aber sicher alle Straßen gelegt. Das finde ich super. Dann dürfen unsere Bauarbeiter hoffentlich bald endlich mal loslegen und ein bisschen was an den Wohnhäusern hier tun. So, du wirst Goldsucher, damit du danach Goldschmied werden kannst. So, gleich ist es schon soweit. Sehr gut. Ja. Ja. So, zack. Du möchtest Training, kriegst du. Und du kriegst natürlich auch ein bisschen Training, aber nur ein bisschen, nicht zu viel. Entschuldigt bitte. Toll, ihr rennt natürlich beide zur Schäferhütte. Oh, entschuldige, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals, der keine Miete zahlt. Tut mich sorry, ich werde versuchen, meinen Husten auf ein Minimum zu reduzieren. Was haben wir hier? Ach, guck mal, der Fischer hat, da hat er sich ausgefischt. Tja, früher oder später muss es ja so kommen. Wir sehen es positiv. Wir haben jemanden, der theoretisch frei wäre für einen anderen Beruf. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir aus dir mal einen Farmer werden. Und die Fischhütte kann abgerissen werden. Zack. So, du bist ein fertiger Eisenschmelzer. Das ist wunderbar. Denn das hat zur Folge, dass wir jetzt auch eine Werkzeugrüstungs- und Schwertschmiede haben können. Aber da sollten wir auf jeden Fall, denke ich, hier hinten noch einen weiteren Holzfäller haben. Deswegen da erstmal ein Dreifamilienhaus hin. Und hier noch ein Holzfäller. Da wir oben auch nicht mehr so viele Bäume haben, also zumindest hier um den Holzfäller herum nicht. Kriegen wir hinten noch einen Holzfäller rein? Das wäre natürlich toll. Ja, sehr schön. Könnten wir im Zweifel ihn nämlich einfach hier hinten arbeiten lassen, sobald er steht. So, liebe Bauarbeiter, ich sehe jetzt hier keine Straßen, die noch... gut, die hier. Aber sonst sehe ich keine Straßen, die noch im Bau sind. Also, ihr Lieben, gebt mal ein bisschen Gas mit den Gebäuden. Bauarbeiter, Bauarbeiter. Oh, alle drei sind jetzt hier dran. Ja, das ist ja traumhaft. Kann aus dem Haus vielleicht doch irgendwann mal was werden. Weil ich überlege gerade, soll unser... Wo ist er? Unser Farmerfischer vielleicht erstmal Jäger werden? Ich glaube, das fände ich besser, weil Weizen brauchen wir gerade noch nicht wirklich großartig. Wobei wir auch bald eine Brauerei bräuchten, denke ich. Ich glaube, die würde ich hier hinstellen. Ja, warum nicht? Bauen wir die doch schon mal dahin. Schön in der Nähe von Kaserne, in der Nähe von dem Lager. Da
Training kriegst du doch gerne, lieber Iva. So, ich würde sagen, ihn hier mustern wir auch mal aus. Und wir brauchen eine Sperrmacherei. Da wir ja damit uns, wir müssen ja den Beruf erlernen, damit wir eine Bogenschnitzerei haben können. Und wir könnten dann noch so langsam aber sicher umsteigen auf Metallwerkzeuge, da wir 123 Holzwerkzeuge auf Lager haben. Und das sollte ja wohl locker reichen. Abreißen möchte ich dich aus Prinzip trotzdem noch nicht. Na, guck, endlich ist das Dreifamilienhaus fertig. Ein Träumchen. So, hier haben wir ein Dreifamilienhaus, aber noch gar keinen Nachwuchs, der irgendwie gezeugt wird. Das sollten wir mal ändern. Wir nehmen aber mal Häuser, die sich jetzt nicht gerade erst noch mit allem eindecken müssen. Deswegen fangen wir mal bei dir an mit einer Dame. Hier mit einem Herren. Hier ein weiterer Herr. Und Nummer 3. Sehr schön, einer macht sich schon mal in die Kaserne. Und einer ans Dreifamilienhaus. Oder wohnt er da? Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Okay. Ich überlege gerade, ob wir ihn hier übergangsweise zum Farmer machen wollen, dass wir doch ein bisschen mehr Weizen auf Lager kriegen, weil wenn wir jetzt bald schon loslegen mit der Bierproduktion, bräuchten wir nämlich jede Menge Weizen. Ich bin gerade unschlüssig. Ah, schwierig, schwierig. Na komm, eine Sperrmacherei. Ist auch einer dran? Wunderbar. Hat sich ja jeder eine Baustelle gekrallt. Mir wäre zwar lieber, wenn ihr erst eine fertig machen würde zu dritt und dann die nächste, aber gut. So ist auch okay. Unterm Strich sollte es ja aufs Gleiche rauskommen. Es sei denn, wir bauen wieder Straßen und irgendwie habe ich tatsächlich gerade das Bedürfnis, wieder eine Straße zu bauen. Aber da wir ja hier die Straße noch nicht brauchen zur Kaserne, damit die schneller versorgt wird, belassen wir es erstmal dabei. Machen wir noch ein Dreifamilienhaus hier hin. So, wir haben inzwischen 84 Mehl auf Tasche. Das ist gut, aber ich hätte gerne noch einen größeren Weizenpuffer. Ich sehe schon, hier oben gibt es auch bald nicht mehr so furchtbar viel Lehm. Ist jetzt nicht so tragisch, denke ich. Weil abgesehen vom Geschirr brauchen wir nicht durchgehend Lehm, klar zum Bauen, aber die Menge hält sich da ja auch eher in Grenzen, die man braucht. So, du findest noch Bäume in deiner Nähe. Okay.
Ach du, die Goldnuggets aus dem Lager. Ich wundere mich schon, warum der hier oben nichts rausholt. Gut, dann geht das mal pennen. Darf er ja auch. Soll er ja ruhig, ne?